Das Maremma-Pferd kommt aus der Toskana und dem Lazio, liegt in Mittelitalien. Maremma-Pferde sind geboren und gezogen für die Arbeit am Rind. Die Rinder in der Maremma sind auch wildlebende, große Herden. Und diese Pferde sind einfach dafür da, um die Rinderherden und die Pferdeherden von einer Weide zur nächsten zu treiben. Wir haben zugelassen braun, dunkelbraun bis schwarz Schimmel und Füchse sind nicht zugelassen bei uns im Zuchtbuch und sind ca. 1,65 m bis 1,70 m, also eher groß gewachsene Pferde. Leichten Ramskopf haben sie und starken Körperbau, also kurzer Rücken, breite Schulter. Maremma-Pferde sind sehr ruhige Pferde mit sehr viel Überblick, den sie brauchen, einfach um den großen Rinderherden zu arbeiten. Sie sind sehr bewegungsfreudig trotzdem, also wenn diese Pferde sollen, dann können die auch Gas geben. Das Projekt Maremma-Pferde setzt sich für die Erhaltung dieser Pferde ein und vor allem für die Erhaltung der alten Zuchtlinien und der alten Zuchtziele, das heißt, Wir treten dafür ein, dass eben aus dem Maremma-Pferd kein Sportpferd gemacht wird. Ein Top-Pferd für jeden ambitionierten Freizeitreiter. Heutzutage gibt es in Italien auch noch große Rinderzucht. Und auch dort kommen diese Pferde heute noch zum Einsatz in der Arbeit am Rind. Und auch das macht sie so wertvoll, weil die Toskana und das Lazio sehr unzugänglich sind vom Landschaftsgebiet, von der Form einfach her. Und da kommt man mit Jeeps und Traktoren einfach nicht wirklich weit, wenn Sie sich vorstellen, dass das Hektar große Weideflächen sind, die eben auch im Buschland liegen, muss zu Pferd die meiste Arbeit verrichtet werden.